Hallo und willkommen zurück zu City War Beyond. So, ich stell mal, Dankeschön, Handy. Ich stell mal meinen Timer eben auf 25 Minuten. Zack, Timer läuft. So, der kann jetzt auch zur Seite stehen. 25 Minuten ist die Länge, die ich hier jetzt mache. Plus, minus ein bisschen. Das ist ja nicht so tragisch. Ich brauche mir keine Sorgen machen, ich brauche nicht drauf gucken. Ja, die Folgen sollen maximal 25 Minuten lang sein. Wir können aber auch einen Hauch von länger. Gorgomais? Was für ein Ding? Ist jetzt Nacht, Tag, naja. Ich verstehe mal wieder gar nichts. Aber ich werde mich jetzt mal auf den Weg draußen machen. Ich hoffe, dass dieses Event nicht läuft. Ich weiß nicht mal, ob das hier pflanzbare Bohnen sind. Ich möchte gerne etwas pflanzen. Hier, was halte ich denn von Tomaten? Und Mais. Ich habe gesehen, dieser Mod ist doch ziemlich groß hier mit diesen Seeds. Ich weiß nicht, was das hier jetzt ist, dieses hier. Das ist so ein Gurke oder so. Was es zu bedeuten hat, keine Ahnung. Ich hoffe, dass hier keine Spinnen jetzt irgendwo sind und mich überfallen oder so. Ich höre sie schon wieder knacken. Knarren, keine Ahnung. So, ja, ich hab mir ein paar Pläne gemacht. Moment. Ich möchte mich, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich mich ja eben auch umschauen, weil ich wollte mir. Ich habe einen Plan gemacht für ein Haus, was wir. Hallo Spinne. Was wir uns hier vielleicht aufbauen könnten. Jetzt muss ich aber den Überblick hier haben. Hier ist ein Wasser. Hier ist Wasser. Da ist Dings, da ist Wasser. Da können wir uns hier vielleicht nochmal einen Steg oder sowas hinbauen. Der Baum bleibt, wo er ist. Das ist uns sicher. Der Baum droppt Äpfel. Auch gut. So, unser heiliger Baum, der ist, bleibt da und ist heilig. So, da haben wir Bäume, Wasser. So, ansonsten ist das hier eine runde Insel oder so eine runde Sache, sag ich mal, ne? Ja, mehr oder weniger. Ich habe gehört, wir wollen vielleicht irgendwann mal anfangen mit dem Wall. Aber das müssen wir uns mal gut durchdenken. Ja, was mache ich heute? Ich mache hier an der Farm weiter ein bisschen. Weil das muss ja auch irgendwie laufen. So, jetzt, dass ich hier schon mal ein bisschen was wegmache und dann Neues hinsähe. So muss das ja auch, dafür bin ich hier. Um das Feld hier zu bediensten. So, mal gucken, wie das hier jetzt im Laufe der Zeit hier noch gefüllt wird, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, wo ich welche Pflanzen jetzt genau hinsetze. Da hinten sind jetzt Karotten drin. Ja, das ist eine Kartoffel, die kann ich hier reinsetzen. Leider noch nichts weiter, aber wir haben die erste Reihe Kartoffeln voll. Das ist doch schon mal schön. Karotten kann ich jetzt auch hier aus 2 macht das jetzt. 3, 4. Wahnsinn. Ist ein bisschen doof und Musik im Hintergrund, aber das, die füge ich nämlich erst hinterher immer ein. Da muss ich immer ein bisschen lauter reden, versuchen zumindest, dass es da irgendwie hinhaut und so. Ich werde jetzt erstmal diesen Berg hier abreißen oder so. Ein bisschen. Ich hoffe, dass mich hier gleich nichts irgendwie anfällt oder so etwas. Auf jeden Fall, ja. Ich brauche ja auch eine Menge Platz. Ich weiß ja nicht, wo sie den Wall hinbauen wollen. Wegen, oh nein. Und so. Weil die Farm wird groß und dieses Zeug dann, das brauchen wir, glaube ich, wahrscheinlich auch noch. Wir buddeln hier noch. Ach. Ein halber Baum entfernt, aber irgendwie auch nicht. Schwupp. Da ist doch der Apfel. Ich habe den doch gesehen. Vielleicht sollte ich mal eben so ein paar so einzelne Dinger machen, wo ich dann weiß, wo ich von wo so durchgehe. Ich weiß auch nicht mal, wie weit das hier nach hinten gehen soll oder so. Vielleicht geht das ja auch nur bis zum Wasser. Ich mach's erstmal nur so.
Keine Ahnung. Den Baum hier muss ich wegreißen. Ich habe gesehen, es gibt tolle Sachen. Irgendwie. Da werde ich mich irgendwann nächstes Mal dran setzen, so ein bisschen ein Haus zu bauen für uns. Oder, ja, mit den anderen dann nochmal und so. Gucken, ob wir das dann wirklich so machen. Ich habe da so kleine Skizzen gemacht, von wie ein Haus für uns aussehen könnte. Ein kleines, einfaches für den Anfang oben. Werkstatt separat und das Lager auch. Da habe ich schon so ein paar Ideen gehabt. Habe ich die anderen präsentiert, die meinen, ja, ja. Könnte schon vielleicht was werden. Muss mal gucken. Ich finde es lustig, wie viele Mods es hier gibt für so Kram. Mir wurde gesagt, ich soll nicht so weit in diese Richtung bauen hier. Warum auch immer. Ja, darum baue ich jetzt hier ein bisschen in dieser Richtung. Mal 1, 2, 3, 4. 5 öffnen. 1, 2. 3. 4. 5. So, und das hier muss ich jetzt runterbauen. Was mache ich in letzter Zeit? Was kann ich erzählen? Ich gucke Animes. Manchmal. Nicht immer. Ich könnte mehr gucken. Aber ich habe da immer meine Probleme mit den Untertiteln. Ich habe keinen Bock immer zu lesen. Oder so viel zu lesen. Und dann auch noch auf Englisch, wenn die nicht auf Deutsch übersetzt wurden oder sowas. Und dann da hinterher zu kommen mit dem Lesen, ey. Das ist immer so ein bisschen... Aber was ich mir jetzt angeguckt habe in letzter Zeit ist Monster Musume. Ich weiß nicht genau, wie der ganze Titel ist. Das habe ich irgendwie vercheckt. Oh. Das macht mir auf jeden Fall Spaß zu gucken. Aber was im Moment bei ProSieben Max läuft, ist Tokyo Ghoul, was ich auch gerne gucke. Habe ich letztens so aus Zufall die erste Folge gesehen. Ja, danke. Danke, Wetter. Warum hört man eigentlich nichts? Weil ich es wahrscheinlich ausgestellt habe, ne? So ziemlich. Oh nein, das ist aber jetzt duster. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, da müsste ich das Ding hinbauen. So, dann muss ich hier nochmal... Wo bin ich denn hier? Auf der Seite, okay. Da. Ich hoffe, hier spawnt jetzt nichts. Nicht, dass ich gleich irgendwie tot bin. Das wäre natürlich der Hammer. So, hier, erstmal klatsche ich alles zu mit Erde. Was muss? So. Ich würde das da unten gerne zumachen, aber ich würde auch gerne drin rumtouren. Mal so ein bisschen. So, da kann man das ja so irgendwie zuklatschen. Ah! Macht mich schon wieder Angst hier, ey. Heute ist Mittwoch, heute läuft auch wieder Tokyo Ghoul auf ProSieben. Aber diese Folge wird wahrscheinlich am Wochenende laufen. Vielleicht Samstag oder Sonntag. Kommt drauf an, wie viele Minuten ich jetzt gleich nach der Aufnahme noch habe. Ich werde gleich mal ein bisschen Umschwung machen und zusammenrechnen, was ich da dann noch an Minuten habe. Und dann gucke ich mal, ob ich nochmal eine Aufnahme machen kann oder auch nicht. Ob sich das diese Woche gar nicht mehr lohnt. Wir dürfen ja theoretisch maximal 25 Minuten pro Tag haben wir da im Grunde. Also pro Folge, da haben wir ja so viel Zeit, dass wir jeden Tag eine 25 Minuten Folge raushauen könnten. Jetzt dürfen wir uns die Zeit aber selber einteilen, wie, wann, wo und so und was. Ich möchte dieses Ding nicht wegreißen. Wo ist die Lava? Da hinten ist die Lava, naja. Und ich würde auch gerne da hoch. Irgendwann. Jetzt ist mir nicht sicher, ob jetzt Nacht ist oder ob jetzt irgendwie nur Regen ist. Ich gehe mal besser nach oben zurück. Und ich schnapp mir gleich mal ein bisschen Holz oder so und mache hier mal eine kleine Brücke oder so. Dass ich hier nicht mehr schwimmen muss. Hier mache ich vielleicht mal so Anfang von... Oder auch nicht. Von der Treppe. Einfach nur aus Erde eine Treppe bauen, dass man hier zumindest hochkommt. Halbwegs anständig. So, jetzt kam ich gar nicht dazu, irgendwas zu pflanzen. Ich weiß mir auch nicht, wenn ich so 1000 Felder mache für die ganzen
Samenarten, ob das gut geht. Ich tue es erstmal alles weg hier. So, Güsal brauchen wir nur für die Schokobos, das brauche ich für den. Ja, Äpfel. Ich nehme die hier mit. Nein, tue ich nicht. Durch den Timer. Ich hätte in 5 Minuten vorstellen sollen, dass ich zumindest weiß, wann ich wo aufhöre. Ja, dankeschön. Was ist das? Was hat mich denn da schon wieder verletzt, ey? Schwachsinn. Ich esse diese Beeren. Die kann ich auch theoretisch zu irgendwelchen Saft pressen oder sowas, ey. Was ist denn? Blaubeersamen? Och nö, Leute, da hinten diese Idioten schon wieder. Gut, ich will jetzt aber keine Samen pflanzen. Ich will hier was essen. Wow, das bringt ja überhaupt nicht wirklich. Ach ja, ja, gut. Hört. Hat er einfach so gegessen. Geil. So, ich kann hier schon wieder Getreide-Dingens auf dem Feld. So ein bisschen. So, das hier zum Beispiel ist fertig. Und das hier ist fertig. So. Ich bin ein Überprofi mit meiner Farm hier immer. Dauert das immer ein bisschen, bis das voll ist. Und dann mache ich, obwohl bei Getreide mache ich direkt schon immer Gewinn dran. Weil Getreide und Samen getrennt sind. Bei den Kartoffeln ist das ja wieder anders. Da ist ja alles gleichzeitig Samen und Dingens. Das heißt, ich mache theoretisch erst Gewinn, nachdem das Feld voll ist. Aber dann gibt's auch genug Kartoffeln hier, ey. So, hier sind Karotten. Ich werde mir was nehmen hier. Zack. Dankeschön. Jetzt geht's los hier. Jetzt werde ich geflamed. In der kleinen City-Gruppe. Wir sollen nur eintragen, wenn wir aufnehmen. Ich habe eingetragen, dass ich aufnehme und habe direkt angefangen. Natürlich. Warum auch nicht? So, jetzt muss ich aber mal gucken, was ich hier jetzt... Dieses Geräusch macht mich ein wenig nervös. Ich könnte mir vorstellen, dass unten in der Höhle einer ist. Ich werde mir gleich vielleicht nochmal eine... Ach, das wird doch nichts ohne Eimer. Was bin ich denn für ein Superheld? Hoppala. Schnell. Sonst hat das alles gar keinen Sinn. So, und wenn das Feld bewässert ist, wenn es nicht bewässert ist, dann geht das nämlich alles wieder zurück. Ich glaube, ich baue mir gleich noch mal eine Hacke. Die aus Holz ist oder aus Stein ist jetzt Jacke wie Hose. Dann baue ich mir halt ein paar mehr Holzhacken. Obwohl, ja, nee, lieber die Steinhacken, aber dann muss ich wieder einen Moment in die Höhle unten. Und da habe ich jetzt Angst vor reinzugehen. Büschen. Ich hoffe, dass hier keine Tiere rumrennen. Ach, ich sollte nicht springen. Was willst du tun? Ich weiß genau, dass du dann bist. Du Arsch. Ich glaube, ich gehe da nicht runter. Ich gucke mal. Ich hoffe, dass ich der einzige Spieler im Moment bin. Weil es nicht so gut läuft, wenn ich hier mit anderen Leuten und so, weil im Moment ist jetzt der Schutz zu Ende. Das heißt, die anderen dürfen angreifen. Theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob das einfach so Beef geben muss. Oder ob das irgendwie diplomatisch geregelt wird unter den Städten. So off-topic oder wie sich das schimpft. Also so nebenbei, was wir uns so selbst ausdenken tun wollen müssen. Keine Ahnung. Oder ob wir das im Spiel regeln, aber wir reden ja nie miteinander im Spiel. Gucken. Ich bin auf jeden Fall nicht so der Kampfmensch. Außer gib mir eine gute Waffe oder so, aber ich bin trotzdem nicht so ein Kampfmensch, weil ich mit Bogen nicht umgehen kann und mit dem Schwert muss ich zu nah ran und dann hat der Gegner einen Bogen und bin ich tot. Toll. Bringt auch nicht so viel. So, hier mache ich erstmal alles weg hier. Was ist das hier? Jede Menge. Ist das Rye?
Korn? Ich weiß nicht, zu welchen Dingens hier. Orts? Megeresa, woher kommt dieses eine Tor? Ach, davon. Ach, von den Karotten, warte mal eben. Nein, ich will noch nicht zurück. Lieber schaue ich mich hier oben nochmal um. Wow. Ich glaube, damals bin ich da oben runtergejumpt, ne? Ja, kann sein. Aber irgendwie toll hier, ne? Ich nehme diesen Baum hier noch mit. Scheiße, einen vergessen. Mist. Mist. Und diesen Knochenkopf da hinten, ey. Dieses Geräusch habe ich schon mal gehört. Und es hat mich nervös gemacht letztes Mal. Jemand meinte, das wären Umgebungsgeräusche. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Hier im Wasser wachsen irgendwelche Pflanzen. Guck ich mal gleich nach. Das war der Aussichtspunkt. Oh. Irgendwer hat hier Erde im Wasser gedingens. Brauche ich gar nicht, ey. Komm. Ich kann nicht mehr laufen, nur das ist wunderschön. Im Moment baue ich nur auf Vegetarier auf, ey. Mein Gott, was ist denn los hier mit dir da unten, ey, du Arschloch. So. Ach was, jetzt kommen sie mir hinterher. Alter, was ist denn das mit diesen Idioten? Ja, komm, halt die Fresse. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eben noch ein bisschen Stein abbauen soll oder ob ich es zubauen soll. Ich glaube, ich baue noch mal ein bisschen Stein ab und dann mache ich es dicht. Ich würde gerne da hinten diesen Scheiß wegziehen, aber das traue ich mich jetzt nicht. Aber ich kann mir merken, wo dieses Loch hier ist. Kann ja jederzeit wieder geöffnet werden. Der Weg ins dunkle Ungewisse. Der Weg in die Hölle, keine Ahnung. Ich kann mal auf die Uhr gucken. Was sagt denn mein Timer? Steht hier natürlich jetzt nicht. Oh, der Timer hat noch ein paar Minuten, cool. So, ich will jetzt aber auch nicht zu lange hier unten bleiben. So, jetzt mache ich einfach dicht. Weil dann ist das hier auch zu. Zack, 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 zack. So, ja, dann, keine Ahnung, die anderen wundern sich dann bestimmt irgendwo, hä, wo ist denn das Loch hin oder so? Dann sage ich, nö, welches Loch? Hier war niemals ein Loch. Da war doch kein Loch. Das ist meine Farm, die hier steht. Allein ist ein bisschen doof, aber... Ja, ich hätte hier ein bisschen warten können, aber ich wollte gerne lieber eine Runde alleine machen hier. Ja, Oh mein Gott, könnt ihr mal nicht rumnerven, ey. Ich weiß ja nicht, wie der rumnervt. Was ist das denn? Bambus? Irgendwas hier... Ach, das gucke ich mir später nochmal an. Guck mal, Karotten machen auch langsam hier. Hier war das Tor, was ich hier noch reinsetzen wollte. Jetzt bin ich nicht sicher. Soll ich mir die Farm hier lang bauen? Und dann muss es aber auch 5 breit sein, ne? 2, 3, 4, 5. Da. Kommt hier jetzt nochmal? Nein, wenn das hier rumgeht, dann bleibt das hier dicht. So wie das hier vielleicht. Ne, das kann auch ein Durchgang werden, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Da, da. Frei, da, da. Moment, jetzt bin ich durcheinander.
wird schon wieder dunkel, ne? Kann das sein? Oh, Wahnsinn. Dabei wollte ich eigentlich hier noch diesen Weg hier ein bisschen machen. Egal, ich habe doch genug Energie und Holz habe ich jetzt auch ein bisschen, dann kann ich mich da jetzt ransetzen. Und so eine kleine Brücke dazu bauen, irgendwie aus Halbstein oder so. So, schlafen. Moment, aufstehen. Ich kann ja jetzt noch nicht pennen. Moment, ich muss jetzt eben was gucken hier. Obwohl ich nicht weiß, was das hier alles ist. Bräuchten irgendwie nochmal ein bisschen Dingens. Was anderes hier. Ich tue das jetzt einfach mal alles da rein. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist hier. Das andere behalte ich für mich. Das hier weiß ich nicht, was das ist. Das auch nicht. Mal Holz kann ich ein bisschen verbrauchen. Wo habe ich eigentlich den Bogen gelassen letztes Mal? Gestorben bin ich ja nicht. Keine Ahnung. So, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich wollte mir eigentlich was zu essen snacken, aber doch, ich hätte auch genug drin. Ein paar Äpfel. Wir brauchen ja nicht mehr drauf achten wegen Goldäpfel. Wir haben ja genug Äpfel da. So, jetzt kann ich, hab ich das da. Schwupp. Jetzt könnte ich hier raus. Wie mache ich denn bitte Halbsteine? So, ne? Genau. So, das. Hier gibt's, wir haben keine Kohle. Und anstatt, dass ich hieraus irgendwie Kohle mache, es lohnt sich nicht. Moment, wenn ich das aus diesen mache, dann kann ich daraus zumindest ein Stack Kohle bauen. So, ich lege mich jetzt pennen. Das kann erstmal kolarisieren oder so. Keine Ahnung. Ich find's cool, der Baum droppt automatisch Äpfel. Ich nehme mal den Ding jetzt hier weg und... Was ist das denn? Ist das Ding böse oder ist das... Gut, was bist du? Hallo, Hundi. Bist du ein Böser? Nein, anscheinend nicht. So, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Was ist hier los? 5. Ich brauche Erde in der Hand. So, Erde. Würde ich den da hin tun? Mein Gott, halt doch die Fresse. Ständig geht das Telefon. Wenn ich nicht aufnehme, dann ist es ruhig. Aber wenn ich dann aufnehme, dann geht's los. Als ob die das riechen können, ey. Ist ein bisschen schief, aber das muss so passen. Halt doch mal die Schnauze da. Ständige Werbung und so. Handy, warum tust du mir den Scheiß an, Alter? Irgendwie bin ich mir gerade nicht so sicher mit dem Ding hier, wie ich was jetzt baue. Ich würde da jetzt so anfangen und dann dazwischen so Zaunstücken machen oder so, ne? Halt doch die Schnauze! Ey, was willst du von mir? Facebook, WhatsApp, kommentiert, bla, hast du nicht gesehen. Auf einmal passiert hier alles, ey. Das regt mich sowas von auf, ey. Dieses Gerüst hier bringt mir irgendwie gar nichts. Wenn ich das so baue... Scheiße. Wenn ich das so bauen würde... Ja, für eine andere. Ja, komm, wir lassen es jetzt so. Ich bin hier kein Profi, aber ich denke, ich mach das hier. So, ein paar Minuten habe ich jetzt noch, stimmt ja. Gleich fängt das Handy an zu piepen und dann ist Zeit zu Ende. Dann gehe ich direkt nach oben und lock mich aus. Ah.
Nein, da war doch was falsch. Oh nein! Es ist Zeit. Gib mir noch mal 2 Minuten. Oh nein. Weg damit. Aus. Aus, Mann! Dieses Ding reagiert auch nicht mal wie soll, ne? So, jetzt möchte ich eben noch mal ganz schnell hier... Kann ich schon... Ach, jetzt kriege ich auch noch die falschen Blöcke hier in der Hand. Nein. So, ganz, ganz fix, ganz ruhig, noch mal ganz schnell. Wieso nehme ich schon wieder die falschen Blöcke? Mann! Scrollen auf Erde, bitte, danke. So, da. Da will ich auch noch mal hier. So, und hier entsteht jetzt die Treppe so ganz schnell noch. So im Groben. Jetzt habe ich keine Schaufel mehr, ich fasse es nicht. Ganz fix eben nochmal das hier, das ist ja kein Ding. So, ich bin auch schon wieder fast oben hier. Ja gut, dann muss ich das hier alles nächstes Mal noch freiräumen. So. Das war's dann für mich. Für dieses Mal. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann!